Guckt euch das an, wie dieser Zug aus TNT ans Parks Bahnhof entlang fährt. Oh. Mutprobe? Mutprobe? Willst du es wirklich? Mutprobe? Welches TNT wird es? Mutprobe? Ah! Und? Ah! Joe! Die Stachelschweine haben zugeschlagen und es geht weiter. Was? Ich fühle mich ein wenig durchleuchtert wie ein Schweizer Käse. Meine Damen und Herren, aber heute werden wir etwas Großartiges machen. Zu Ihrer Satisfikation. Ist das richtig geschrieben? Nein. So in der Art, ja. Satisfaktion. Satisfizierung. Zu eurer Befriedigung. Ja, also dafür, dass ihr euch gleich gut fühlt. Wir wollen nämlich einen Zug bauen. Oh, was ganz Neues im Crate, oder? Oh, wir haben noch nie einen Zug Gott. Gebaut. Ah, oh mein Gott. Ah, ist Wahnsinn. Also wirklich. Wer hätte keiner gedacht, dass wir einen Zug bauen Gibt würden. Gibt es schon? Mist. Okay, verdammt. Dann weiß ich aber, was wir definitiv noch nicht gemacht haben, einen Zug zu bauen aus... Aus Maus? Nein, aus... Warte. Woraus machen wir einen Zug? Hast du ein Feuerzeug? Ich glaube... TNT wäre etwas Gutes für einen Zug. Wolltest du gerade Pointed Dripstone aufsetzen? TNT. Ja, TNT. Und das machen wir jetzt mal eben. Warum wir das machen, werde ich euch gleich zeigen. Jetzt müssen wir was ausprobieren. Ja? Ja. Denn wir haben nämlich eine ganz verrückte Idee. Pass auf. Die Idee ist folgende. Da ist TNT auf dem Zug. Ja? Ja. Dann ist vor dem TNT ein Observer. Ja. So. Sieht harmlos aus, aber, jetzt bin ich gespannt, wir assemblen jetzt den Zug. Der Zug ist assembled, wir können jetzt mit dem Zug durch die Gegend fahren. Yippie-yay, ja. Das Problem ist jetzt aber folgendes. Was passiert, wenn der Zug jetzt assembled wird? Willst du es machen? Oh, ja, Drei, ich glaube... 3, 2, 1, mach! Oh, oh upsi-pupsi! Hast du Wasser? Nein. Was? Was? Okay. Das geht? Ich du kannst TNT mit TNT kann man mit Lava ich hab's einfach getan. Aufhalten? Ich hab's einfach das getan. Geht? Ich wusste das nicht. Es tut mir leid, dass ich die Explosion verhindert habe. Hä, wie geil ist das denn bitte? Ist actually gut. Das ist wirklich gut. Okay. Oh mein Gott. Not macht erfinderisch. Aber wirklich, Halleluja. Also, Halleluja. Und die Besonderheit ist jetzt folgende. Also Leute, wir bauen jetzt einen gigantischen TNT-Zug mit einem Observer drin. Und nachdem der assembled ist... Macht er Bumm! Nein, der macht ja nicht Bumm. Aber das Problem ist, du kannst wenn ihn dann... Genau, macht. Und du kannst ja nicht mitnehmen, die Züge. Also der Zug ist dann... Der Zug. Der Zug Ewigkeit. Hat keine Bremse. Ja. Ja, wir wollen jetzt eigentlich nur den Film... Speed nochmal neu aufsetzen. Mhm. Okay, gut. Wir setzen uns mal ran, den Zug zu bauen. Let's go. Ist hübsch. Ich sag ehrlich, ist wirklich hübsch. Ja dann, 3, 2, 1. Ist hübsch. Ich sag ehrlich, ist ganz hübsch geworden. Aber es sieht wirklich sehr gut aus. Meine Damen und Herren, heute im Hintergrund habe ich mal gedacht, machen wir ein bisschen Lüfter.mp3. Gefällt euch die Hintergrundmusik? Meeresrauschen heute. Hat auch gar nichts damit zu tun, dass ich am Laptop aufnehme. Egal. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Wir haben aber noch nicht einen Observer integriert, weil wir jetzt erstmal einen kleinen... Haben wir nicht, oder? Haben wir noch nicht? Wir finden so... Also wann, dann rennen wir gleich, okay? So, zu spät. Jetzt gucken wir erstmal, ob der fährt. Fährt Train. Ja, sieht gut aus. Nimmt er alles mit? Ja, alles dabei. Okay, das heißt, jetzt ist der letzte Check. Martin, Vorsicht. Imagine einfach, du rammst den Zug und explodiert wirklich. Wir müssen den umbenennen. Wir müssen den Zug benennen. Richtig, das können wir gleich sofort machen. Oh mein Gott, der braucht einen coolen Namen. Wir brauchen jetzt wirklich einen coolen Namen. Und das Schöne ist, wir sind gerade live. Und das ist das Schöne, liebe Leute, wenn ihr die Livestreams guckt, dann... Könnt ihr zum Beispiel jetzt in so einer Situation einen Namen in den Chat schreiben? Ja, Mann. Cool, was? Das heißt, jetzt einfach einen Namen in den Chat und Woo! Wir finden was Schönes. Okay, so. Und ich überlege jetzt, wo wir den Observer hinsetzen. Und sobald wir den gleich... Hast du einen? Baby-Puff-Zug. Imagine. Der macht Baby-Puff? Ja, weil der macht... Genau, wenn der Zug einmal assembled wird. Haha, ne? Ich finde das wahrscheinlich sau stark. Gut, dann... vielleicht sollten wir noch irgendwie... Oh, wir können noch Sitze reinmachen. Wir müssen noch schreiben, irgendwie bitte nicht assemble... Warte mal. Wir müssen noch schreiben, bitte nicht disassemble oder PP-Puff-Zug, ne? PP-Puff-Zug, so? PP-Puff. Wie schreibt man das richtig? PP? Klein PP? PP? Dann groß Puff. Zug. Genau. Und Achtung. Ich schreibe Achtung hin, ist klar, ne? So. Gut, das kriegen wir jetzt hin, meine Damen und Herren. Und willst du, können wir uns jetzt auch reinsitzen, ne? Hast du Sitze eingebaut? Oh. Oh, Luxus. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Clou eigentlich, ne? Das heißt, wir bauen jetzt einen Observer hier rein. Ja. Und, oh mein Gott. Wollen wir das wirklich?
Funktioniert das, ohne dass er direkt hochfliegt? Das fliegt nicht hoch, aber so, ab jetzt können wir den Zug nur noch ein einziges Mal disassemblen, weil ansonsten geht hier alles in die Luft. Oh mein Gott. Okay, also, können wir jetzt noch benennen? Ach, ja, den können wir anschließend nennen. Muss noch irgendwas gemacht werden, weil wir können den Zug anschließend nicht mehr disassemblen. Sobald wir diesen Zug disassemblen, macht der Zug pp-puff. Machen wir weg den Dreck, ne? Ja, ist glaube ich leicht. Wir können es auch Thomas the Nuclear Bomb nennen, aber egal. So, also bereit, Space? Are you ready, kids? Einmal und nie wieder. 3, 2, 1, go! Ab jetzt kann, also wenn du jetzt diesen Knopf hier drückst, dann bumm, okay? Nicht drücken. Drücken wir nicht. Warte, so. Welchen? Nee, oh mein Gott. Da, den hier? Nein, mach's okay. Nicht, mach's nicht. Okay, okay. Es liegt hier alles in Luft. So, und wie wollen wir jetzt nennen? Wir haben Beleuchtung vergessen. Ja, lass dann mit dem. Ja. okay, wie nennen wir ihn? Bitte disassemblen. Ja, finde ich gut. Ja, nee, nennen wir ihn so. Ja, das finde ich gut. Ich finde das schön. Boomer Train, das ist der Name. Boomer Train. Es ist ein Boomer Train. Okay, ich hoffe, dass ich jetzt nicht... Oh mein Gott. Ja. Was geht? Wollen wir einsteigen und eine Runde fahren? Weißt du, was funktionieren würde? Wenn wir disassemblen, instant wieder assemblen, würde nur das eine TNT in die Luft fliegen. Das ist richtig. Mutprobe? Nein. Mutprobe? 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 Willst du es wirklich? Mutprobe? Welches TNT wird es? Mutprobe? Ah! Und? Ah! Joe! Ich fand die Mutprobe nicht gut, Mann! Ich fand die Mutprobe echt nicht gut, ey! So eine Scheiße! Wenn ich jetzt den Zug disassemble, wird dein Grab überschrieben. Ich würde... Ciao. Oh, der ist schon disassembled. Nee, der ist nicht disassembled dazu. Nee, der ist nur entgleist. Hm. Och, Mann. Train is back on track. Mäh. Eieiei. Ich wollte den Track hier retten. Aber ich konnte nicht. Oh. Ich weiß nicht wieso. Ich war zu dumm. Aber okay, gut. Wir wollen natürlich mit dem Zug fahren, beziehungsweise der Zug soll von alleine fahren. Deshalb ist auch eine Blazy da drin. Wir dachten, dass... ich weiß nicht, ob ihr schon mal Zelda Spirit Tracks gespielt habt. Wer von euch kennt Zelda Spirit Tracks? Da gibt es nämlich auch so bösere Bombenzüge, die die ganze Zeit herumfahren. Und der Spieler darf nicht in diese Bombenzüge reinfahren, weil... Oh, ich bin so doof. Der Spieler darf nicht in diese Bombenzüge reinfahren, weil sonst... du kannst dir vorstellen, was passiert. Ja, verstehe. So. Und das wollen wir nämlich genau hier reproduzieren. Wir lassen ihn nämlich die ganze Zeit hier im Track, die ganze Zeit in der Spirale fahren. Und der Plan ist, dass der einfach hier am Hauptbahnhof, die ganze Zeit auf unserem schönen Track, die hinten ja, eigentlich schon, genau. Ne? So, und falls ihn irgendjemand sieht, nicht anhalten. Ja, nicht anhalten. Wir sollten, warte. Wir müssen das TNT noch neu platzieren. Ja, genau, natürlich. Ja. Das ist unser Trigger-TNT. Aber das ist der Trick, wie man es machen könnte. Ich habe noch einen, genau. Der Trick ist also, TNT, also quasi Zug hinbauen, schnell wieder abbauen. Also dann wird es funktionieren. Ansonsten macht es wirklich Pepepuff. Das weiß ja niemand. Also, das ist, ich kann das sammeln, ne? Unser Boomer Train fertig. Gut. Dann gehen wir auf eine wunderschöne Reise. Alles einsteigen, bitte. Möchtest du fahren? Ja, ich habe mich jetzt einfach mal hingesetzt, ne? Achso, dann... Warte, ich setz mich auch mit hin. Oh mein Gott, ist das nicht so leicht, hier hochzukommen. Okay, dann fahr du. Meine Damen und Herren, that's it. Das ist nice. Sehr geil. Guck mal, die Schranken gehen sogar für uns runter. Ehre. Fahren wir geradeaus erstmal? Ja. Ja. Eine kleine Runde. So. Ich steig hier mal aus. Ey, ist richtig schön, der Zug, ne? Ist wirklich schön, ne? Der ist richtig hübsch. Ich steig mal aus und komme dem Zug entgegen, wenn er aus dem Tunnel da fährt. Ich möchte das gerne in Nahaufnahme erleben. Ja, Nahaufnahme, ja. Ich verstehe schon. Nee, totale. Die totale, Na, total. Das er. Guckt euch das an, wie dieser Zug aus TNT ans Parks Bahnhof entlang fährt. Oh! Wir könnten den ja mal disassemblen. Ja, das Park freut sich. Parks Bahnhof. Wir lassen ihn einfach da stehen. Tut, tut. Nein, abgelehnt. Oh mein Gott! Hey, ich werde dich nicht überfahren, Joe. Oha. Ein böse Dick. Vorsicht! Oh, nein. Oh my goodness! Oh, das ist nicht gut. Joe, wir haben ein Problem. Oh nein, ich hab's gerade gesehen. Joe, wir haben ein Problem. Das ist gar nicht gut. Warum fährt er eigentlich hier lang? Ja, natürlich, das ist der Zug, der Klimms spielt. Oh nein. Oh. Das ist jetzt das Schlechteste. Oha. Ich würde sagen, wir lassen es so stehen und gehen einfach. Tschüss. Ja, okay. Ich bin nicht beteiligt. Alles klar. Ciao. Ciao.
Alter. Oh my goodness. Was soll ich da denn machen, ey? Was soll ich denn da machen, ey? So eine Scheiße. Alter, Leute, ihr müsst euch diese Folge auch bei Space angucken. Was soll ich das da? Es ist zu geil. Dieser Bahnübergang ist nämlich sicher. Er bewacht nämlich die Strecke hier. Solange die Schranken unten sind, darf man nicht über die Strecke gehen, Kinder. Das ist gefährlich. Wenn die Schranken oben sind, dann kann man auf die Strecke gehen. Au. Au. War was? Oh, irgendwas ist am Weg. Ich kann nicht weiterfahren. Irgendwas ist am Weg. Oh mein Gott, ich glaube, da ist eine Ameise oder sowas. Ah. Oh. Das hat auch gar nicht wehgetan. Ja, passt. Okay, dann, der Zug fährt weiter. Machen wir einen Fahrplan? Ja, ich würde sagen, was wir jetzt erstmal machen, ist, wir lassen den Zug erstmal auf ein sicheres Gleis stellen. Also es gibt hier tatsächlich einen einzigen Bereich, wo der Zug sicher abgestellt werden kann. Und das ist, wir fahren hier mal ein bisschen vorwärts, direkt da vorne. Aua, ey, hast du die Steuerung übernommen? Oh ne, alles gut, wollte ich nicht. Ja, okay, keine Absicht. Dann nehme ich wieder. Ja. Ja, ich fahre, nein, du fährst, nein, ich fahre, nein, du fährst. Wow. So, wir stellen nämlich hier vorne hin, das ist nämlich der perfekte Abschnitt, so. Und zwar 3, 2, 1. Jetzt müssen wir hier zum Stolpen bekommen. Es gibt nur ein Problem jetzt. Ja. Wir müssen jetzt noch ein Train-Signal hier einbauen, weil sonst darf der andere Zug nicht weiterfahren. Das ist auf jeden Fall leichter, wenn man es eben schnell selber machen kann. Und jetzt ist nämlich der Gag, wenn ich jetzt hier dieses Train-Signal hier hinsetze, es muss einfach nur hier stehen, so zack, kann nämlich jetzt der andere Zug weiterfahren. Das heißt, der müsste jetzt, ne, ihr seht, wunderbar, die Schranken gehen auf, der Zug kommt. Da ist er. Juhu. Und er fährt jetzt hier in den Bahnhof ein. Das funktioniert alles. Ich bin glücklich, die Ente ist glücklich. Und wir müssen noch die Schranken mal eben kurz wieder korrigieren. Reed, was? Okay, die Fahrpläne sind da. Jetzt müssen wir einmal den Zug einrichten. Martin, ja. Du musst jetzt erstmal schauen, wo der Zug überhaupt entlangfahren soll. Das heißt, quasi, wir müssen uns erstmal einen Plan machen. Mhm. Wir können zum Beispiel auf der Minimap mal gerade gucken. Was meinst du? Soll er hier so einfach im Kreis fahren? Ja, weil, ich glaub, sobald er, wenn er nämlich hierher fährt, dann ist das schön, dann blockiert er nicht die Station. Ja, genau. So. Oh, ja. Wurde fast überfahren. Oh. Okay. Oh, mein Gott. Ja. Mhm. Du musst echt vorsichtig sein bei diesen Zügen, Leute, oder? Wir brauchen jetzt aber, damit der Zug halt hier auch definitiv herfährt, einen Bahnhof als Waypoint sozusagen. Mhm. So, den sollten wir maybe ein bisschen weiter nach da hinten setzen. Sagen wir mal vielleicht hier vor dem Viech. Ich fahre den Zug mal ein bisschen zurück und dann setzt du dann Bahnhof hin, okay? Ich habe ein bisschen Angst, dass der Zug nachher sich disassembelt, wenn er diesen Bahnhof einfährt. Okay. Wo setzen wir den hin? Ja, da vor dem Zug. Okay. Space geht da gerade hin. Ist da. Und... in die andere Richtung, genau. Ja, einfach. Ja, du musst auf den Boden klicken, dass es funktioniert. Nicht Shift. Perfekt. Oh ja, okay, Space. Sehr schön. Ja, super. Jetzt müssen wir den Bahnhof irgendwie benennen. Okay. Wir benennen den. Das ist einfach Umgehungsstation, würde ich sagen, ne? Umgehungs. Genau, Umgehung. Station. Umgehungsstation. Gut, okay, dann können wir jetzt den Zug in diesen Bahnhof einfahren. Dann. Approaching. Okay, ist eingefahren. Sehr schön. Nicht auf Disassemble drücken. Das wäre jetzt das Dümmste, was wir tun können. Okay, dann geht's. Disassemble? Dann verlasse ich den Server und viel Spaß. Was? Ich muss jetzt ein Train Schedule einstellen, oder wie? Nee, genau. Martin hat das noch nie gemacht. Deshalb machen wir das jetzt mal. Und jetzt komm mit. Jetzt stopp. Jetzt müssen wir gucken, wo der Zug. Der braucht einen zweiten Punkt. Ein Zug braucht immer zwei Punkte, wo er herfährt. Ja, perfekt. Train Station ist eingerichtet. Also Schedule ist jetzt eingerichtet. Und dem muss jetzt nur noch einen Rechtsklick auf die Blaze geben. Und dann geht's los. Bam. Und das war's. Oh, ich bin eingesperrt. Hilfe. Ciao. Ich will. Oh. Mein Leben ist vorbei. Er fährt mit einem TNT-Zug in einen Tunnel und sieht am Ende des Tunnels das Licht. Wunderschön. Mein Leben ist vorbei. Das war's. Tschüssi. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen herrlichen TNT-Zug, der in Create seine Schleifen fährt und der vor allen Dingen für immer und ewig da bleibt. Denn wenn dieser Zug disassembled wird, dann macht er Pipi-Wuff. Der ist jetzt gerade angehalten, der Zug, weil gerade die Schiene belegt ist. Okay. Wegen eines anderen Zuges, der irgendwo steht. Also Züge halten ja glücklicherweise schlauerweise an. Die sind echt intelliklug, ne? Die sind richtig intelliklug. Wow. Wow. Amazing. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald. Und ciao, Leute. Mäh.